Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. In Sanctuary Hills geht's weiter und wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ja, Wiedersehen macht Freude. Okay, mit den Siedlern von der Kinderkrippe Greentop sprechen und den Weg zur Sunshine Trading Cooperative sichern. Das machen wir mal. Erstmal ein paar Nebenmissionen. Folge dem Freedom Trail. Joa. Oh, und Kent Connolly, das habt ihr schon in den Kommentaren geschrieben. Dass es da was Cooles gibt bei Silver Shroud. Naja, wir machen erstmal diese, diese optionalen Missionen, sage ich mal, weil ich finde es jetzt nicht so wichtig. Sunshine Tidings Cooperative. Gehen wir von da aus hin. Ich habe auch eine Umfrage gemacht. Die Beteiligung war okay. Hätte mir gewünscht, dass bei so vielen Zuschauern auf das Video da mehr mitmachen. Das ist nur ein Klick, aber naja. Auf jeden Fall, es gab ein eindeutiges Ergebnis, nämlich 50-50. Also es waren, glaube ich, 55 für 30 Frames und 54 für 60 Frames. Aber ich sage jetzt mal, egal wie viele... Ja, also wenn es jetzt 40% auch gegen 60 Frames gewesen wären, sage ich mal, hätte ich wahrscheinlich schon weiter 30 Frames genommen. Denn manche haben da wirklich Probleme mit, sich das anzuschauen, weil sie schlechtes Internet haben und es ruckelt im Browser. Hat jemand geschossen. Von daher werde ich wohl schweren Herzens, auch wenn ich es wirklich gerne in 60 Frames gemacht hätte, wieder auf 30 zurückkehren. Was ist hier los? Raid up Psychos. Oh oh. Will ich mit der geilen Knarre mal treffen, ne? Hey. Way. Ow. Raider Abschaum. Ja, Doc Beat hat was gefunden. Raider Abschaum, habe ich auch gesehen. Naja. Sind wir noch Hundefutter? Nein. Lego ein bisschen. Mal was Ratten happen. Oha, schon wieder ein Vertibird von der Bruderschaft. Zu denen gehöre ich ja jetzt übrigens, ne? Ich gehöre zur Bruderschaft. Oh, die haben den Junkie getötet. Ja, guck mal, was du alles dabei hat. Die Junkie-Notiz, aha. Ist hier dabei? Ja. Karte aktualisiert. Der Dealer hat gesagt, dass es in Abfallentsorgung Gelbert Brothers ein großes Versteck mit Chems gibt. Schnapp sie dir, dann haben wir für die nächsten Monate ausgesorgt. Wir können sie natürlich auch verkaufen und uns was Stärkeres holen. Aha, was ist denn das? Abfallentsorgung Gelbert Brothers. Da? Ah, okay. Okay. Das markiere ich mir mal. Aber erst gehen wir hier hoch. Achso, übrigens, ich habe meine Waffen umbenannt. Wollte mal gucken. Guck mal hier. So. Mein Sniper ist 360 No Scope. Meine Schrotflinte Boomstick. Meine Pistole Knaller Peng. Meine Powerfaust Massagefaust. Die Knarre von Kerlock heißt Notlösung. Und mein Lasergewehr heißt Pew Pew. Das habe ich noch nicht umbenannt, leider. Naja. Ich find's lustig. Lasst mich. So. Habe ich nicht so viel Schuss für. Auch nicht. Der Sniper sieht geil aus, finde ich. Was fliegt der denn da rum? Ich kann es jetzt auch ganz schwer beurteilen, wie das für euch aussieht, die 30 und 60 Frames. Weil ich sehe es ja immer nur in 60 quasi im Spiel. Also, naja. Aber schön ist. Schön ist, schön ist. Und es wird auch weiterhin schön bleiben. Es läuft halt noch nicht mehr ganz so super flüssig. Also flüssig natürlich schon. Ich meine, so schnell, kann man sagen, so schnell bei 60 Frames. Oh, guck mal. Sehr schön. Rippchen und Braten. Wir machen natürlich... Ja, Tato, nimm mal ein Rippchen, komm. Nom. Nom, 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 nom. Ich find's voll gut mit dem Essen, dass da immer sowas bei rauskommt. Beim besonderen Fleisch, sag ich mal. Oh, nichts. Für eine Axt. Oh, ein Safe. Experte. Oho, wie gut, dass ich Experte bin. Oh. Da geht's dir gleich futsch. B
Bin immer noch ein bisschen erkältet, also wundert euch nicht über meine Stimme. Das ist nicht der Normalzustand. Das wär's. So, yes. Oh, Pistole. Oh, oh. Das wollte ich nicht. Ist das ein Raider? Dann ist mir egal. Oh, ne. Ne, warte. Warte, warte. Ins Gesicht, komm. Leertaste? Nö. Ins Gesicht getroffen. Wo ist sein Hund? Oh! Böser Hund. Haha. Oh, der hat eine Hunderüstung. Wup, wup, wup. Und eine Halskette. Komm mal her, Hundi. Hey. Komm her. Hab was für dich. Komm mal. Eine Hunde als Kette. Oh, wie gut. Und eine leichte Hunderüstung. Ich zieh mal die Hunderüstung an. Ach, guck mal, der hat jetzt so einen Griff. Ja. Voll gut. Da kann ich den festhalten und sagen, was? Und dann lasse ich los. Und dann rennt der hin und macht die kalt. Das ist super. Ich finde das super. Dass man dem Hund noch so eine Aufgabe hier zuteil werden lassen kann. Ich meine, im Teil 3 konnte man einfach nur... Ja, konnte man ihn einfach nur mitnehmen und er hat dann... Warte mal. Oh, natürlich. So. Und dann konnte man einfach nur den Hund als normalen Begleiter mit dabei haben. Sorry, ich bin halt immer noch ein bisschen... Aber hier ist es recht cool gemacht. Und jetzt soll... Also mir wurde gesagt, er zählt nicht als Begleiter. Maus Ratten haben. Also klar, er ist ein Begleiter, logisch. Aber... Er soll jetzt nicht quasi das Perk beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel... Weiß nicht. Zuckerbomben esse. Nein. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Begleiter-Perk nehme, dass man alleine besser trifft und so weiter mit Watts. Ihr wisst schon, ne? Ja, wisst ihr. Mal gucken. Wenn mich der Hund nicht allzu sehr nervt, werde ich ihn weiterhin mit dabei haben, aber... Er macht ja die meiste Zeit einen guten Job. Was ist das? Lager, Vorratslager. Ah, ich dachte schon. Was ist das? Ist das ein Raider? Ja. Das Lasergewehr ist richtig gut geworden, jetzt wie ich es abgerüstet habe. Wop, wop, wop. Böser Hund. Au. Ey. Bin ich nicht lustig, was ihr da macht? Wo schießt die denn? Yes, level up. Sniper ist so gut, ne? Von wo schießt ihr? In Arsch. Da ist noch ein Geschützturm? Sehen gar nicht. Ach da! Sehr geil, die Sniper ist voll gut. Die ist voll gut. So. Ja, ich trau mich. Siehst du doch. Nichts mehr zu sehen von ihm. Noch ja, wenn du meinst. Das ist die Schweinebacke. Was zum Teufel war das?
Scheiße, nein! Oh, hell no. Sehr gut, friss sie. Schnauze. Schießt schon wieder jemand. Dann sperre ich mal das Terminal. Bigotry ist es nicht. Monthly ist es auch nicht. Compass ist es. Nein. Horizon. Ah, oh, zwei Stück. Warte mal. Das sind zwei Klammern. Sehr gut. Falscher Antrag. Ich will mir die Erlaubnis auffüllen, bitte. Falscher Antrag. Na komm schon. Haben wir hier noch irgendwo eine Klammer? Die hatte ich schon. Keine Klammer mehr. Wonders. Sperre einleiten. Dieses Terminal wurde gesperrt. Es wird in 10 Sekunden zurückgesetzt. Ja, ja. So, dann haben wir es wieder. Bin durch. Ha! Turmsteuerung. Aus. Na gut, das war jetzt ein bisschen zu spät, aber ich bin noch nicht so der Infiltrierer. Ich bin mehr der Reinrenner und alles Plattmacher. So sieht's aus. Lauter Leichen hier. Was lag da? 10mm Automatik, ja. Das ist scheiß Raider, die haben nicht mal den Anstand, die Leute hier zu beerdigen oder, ne, zumindest wegzuräumen. Vorratsempfangsterminal, aha. Aha. Achso, ich soll auch Aschenbecher mitnehmen, weil Keramik brauche ich später. Naja, mach ich mal. Mach ich mal, mach ich mal. Oh Gott, mein Hals ist noch ganz rau, das ist eklig. Ich mag es nicht, wenn mein Hals rau ist. Schießen die da? Habt ihr das gehört? Na? Hab sie gefunden! Oh, wenn ich hier was sehen würde, ne? Ein bisschen Radio hören zwischendurch. Wollt ihr sowas? Mach ich nicht an die. Hallo? Was tropft denn da runter? Auf Wasser. Ich dachte, ich hätte sein Blut an die Wand gemalt. Oh, sehen wir. Tja. Aluminium ist super. Super. Brauchen wir immer. Ah, noch mehr. Entsperren, Meister. Ist zu gut geschützt. Ach, verdammt. Okay. Geht einfach mal das Licht von selbst an. Achso, und ich wurde darum gebeten, öfter mal das Licht anzumachen, denn es ist halt auch sehr dunkel. Oh, ich habe ein Level-Up. Aber wahrscheinlich reicht es nicht für einen Hacker, ne?
Ne, 21. Mann. Wiederverwerter. Wie gesagt, ich schaue mir das alles immer mal auf Cam an und dann gucken wir mal. Vielleicht finde ich ja das Passwort hier irgendwo. Das Terminal-Passwort. Oha, was ist denn da unten los? Das Wasser? Hey. Jetzt gehörst du mir, bloß jetzt. Nö. Nope, nope, nope. Aha. Nö, nö. Ich lass mich nicht von so ein paar Raidern hier fertig machen. Geschafft. Ja, was sie uns zählen. Sehr gut. Wahrscheinlich komme ich hier dann von der anderen Seite ran, wo ich auch hätte runtergehen können, den Gang. Ja. Ja, ja, ich habe Angst vor dir. Du bist zu sexy für mich. Aha. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich bin zu feige für dich, meine Hübsche. Krass, wie viel Aluminium man halt braucht. Oh, guck mal, der Hund, es ist so gut, ey. Es ist so gut. Ich hätte gern so ein Stachelhalsband, dann würde ich ihn Rex nennen. Das wäre aber ein bisschen klischeehaft. So, sieht das aus. Haben wir noch irgendwas Schönes? Coca-Cola. Was liegt denn da über? Was ist das? Aluminium? Ich will nicht sterben, also hör auf, sowas zu sagen. Oh, geht während ich Kampf nicht. Spielchen mit dir spielen, was? Ja, können wir machen. Weiß ich, ich kann nicht kochen, aber ich kann knacken, oder was? Ja, was mache ich denn? Da ist die Maus verrutscht. So. Schlossknacken cool. Geht, aber ich darf nicht kochen während dem Kampf, oder wie? Was ist das? Ne. Ich bin voll gefixt von Aluminium irgendwie. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ja, nur ver... Scheiße, hab sie wohl verjagt. Ja, hast du mich verjagt. Warte. Was zum Teufel war das? Wow, Granatenbouquet! Hundi! Meine Fresse, der Hund hat mich blockiert! Ich hab's nicht gesehen. Ach Hund, warum? Warum? Da blockiert er mich einfach. Wo bin ich denn jetzt? Ach toll, hier. Ich wollte gerade schon sagen, hier ist da bestimmt Strahlung überall. Hey. Oh. Ja. Okay, Status. Hallo? Achso, right away. Deswegen finde ich den Hund manchmal doof. Er blockiert einfach. Scheiße, was war das? Kuckuck. Hallo? Was ist mit dir nicht richtig? Ich hab dich doch ein paar Mal getroffen. Was? Was ist passiert? Du stirbst, das ist passiert. Mann. Ich finde das doof, dass die mich einfach so erwischen cool. Können. Nochmal cool. Hier sieht man, ich muss immer... Ich muss mir angewöhnen, mal ein bisschen auf die Fallen zu achten. Ich sehe das nicht. Das ist recht kake. Oh Mann, komm zurück, ich bin gerade voll in die Fahrt.
Ja, hast gleich noch mehr Spaß. Warte mal ab. Böser Hund. Böser Hund! Jetzt geh weg. Oh, der bockt schon wieder. Ah, hatte ich. Hat er. Was zum Teufel war das? Granaten sind so stark, ne? So, mal das nochmal auf. Eieiei. Alles nochmal hier. Alles nochmal den ganzen Spaß. Wo ist denn die Raider-Tussi? Da. Was? Bei mir? Weißt du, was da ist? Eine Badezimmerwaage, ernsthaft? Das war die Falle? Wie mies, ey. Böser Hund! Wo ist das Bouquet? Das muss da. Muss da irgendwo hängen. Warum soll ich jetzt abhauen? Ich dachte, ihr wolltet Spaß. Ich hab euch gefunden, meinst du? Oh, ist ein legendärer sogar. Hund! Das, der ist mutiert, das geht wirklich, dass die immer noch mutiert. Das ist ja bescheuert. Au! Ich hoffe es doch nicht, dass bei mir was gebrochen ist. Hallo? Ach man. Oh nein! Na, ah, ich habe ja die Stimpaks umbelegt. Da habe ich sie jetzt. Ah, Gott. Was ist das? Einfrieren, Kampfmesser. Okay, verursacht 10 Punkte Kryo-Schaden und 4 Ziele bei kritischen Treffern ein. Ja gut, dann. Ist ja nicht so geil, ne? Gasmaske mit Brille? Okay, die sollen ganz gut sein. Ja, es gibt wohl wirklich Gas, keine Ahnung. Mal gucken. Nein, hier, Lager. Alles gut. Macht's euch nur warm. Oh! Na? Noch jemand? Ach, guck mal, die haben die ganze Farbe. Eine Blutdose? Okay. War hier die Malerwerkstatt, oder was? Ach, man. Das Ding kann ich nicht hacken. Das ist schade. Das ist echt schade. Warte mal, hat der Raider vielleicht das Passwort dabei gehabt? Der eine? Der Superspinner. Lederrüstung, ne? Vielleicht war ich wieder zu verpeilt und hab's übersehen. Wieder ein bisschen verpeilt, ja. Na. Irgendwo muss doch das Passwort sein für diesen Lagerschuppen. Finde ich sehr schade. Ich muss mir das echt mal aufschreiben, wo hier alles gesperrt ist. Und da ist ein Safe. Den kann ich aber machen, weil ich bin Experte, ja. Ach man. Ich meine, man sieht ja, ob was abgeschlossen ist. Das ist ja schon mal was. Nö, auch nichts. So, komm, wir gehen. Weiter, beziehungsweise wir gehen nicht, wir gehen weiter. Oder zurück. Verdammt nochmal, ja! Ja. Ich glaube mal ja. Verloren. Ja.
Abschaum! Mit Klinge. Okay. Red to Red? Rotes Tourette. Wow. Feige Sau, geh nicht um die Ecke. Hör auf dir aus die Schnauze. Ja, Passwort zum staatlichen Vorratslager, da haben wir es doch. Red to Red. Oh, Einsteigerterminal. Machen wir gleich. Cram. Was die alles gebunkert hat, die Kuh. Alles klar. Na gut, Leute, wir schauen uns spätestens mal. Nächstes Mal weiter hier um. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis dahin mit Fallout 4. Tata.